Die vierte Säule der Demokratie mal wieder, ja. Und damit sind natürlich die Öffentlich-Rechtlichen gemeint, die ja in letzter Zeit immer seltener damit auffallen, dass sie tatsächlich regierungskritische Berichte und so weiter machen, die wirklich jetzt auch tatsächlich dem Bürger nicht mal mehr transparent machen, woher eigentlich die Journalisten auch Geld beziehen. Und ich meine, interessant ist jetzt hier dieser wirklich äußerst interessante Fall von Dunja Hayali, weil Dunja Hayali ist nicht einfach nur irgendwer. Sie ist nicht nur langjährige Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins, sondern ja auch des Heute-Journals. Sie ist sehr bekannt. In Deutschland allein hat sie auf Twitter über 500.000 Follower auch. Man weiß also, das ist jetzt nicht unbedingt eine unbekannte Person. Aber wie jetzt herauskam, und zwar aufgrund einer AfD-Anfrage an die aktuelle Bundesregierung, ist, dass Dunja Hayali damals im Jahr 2015 unter der Merkel'schen großen Koalition Zahlungen erhalten hat für die Vorstellung von historisch-politischen Filmen. Und gerade Dunja Hayali war ja auch eine, die ganz vehement und stark Merkels Flüchtlingspolitik unterstützt hat. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich will jetzt gar nicht mehr abzählen, wie viele Skandale sich hier miteinander verbinden, weil dafür reichen einfach diese fünf Finger an einer Hand nicht mal aus. Aber ich kann ja trotzdem mal versuchen und einfach mal anfangen. Grundsätzlich müssen wir erstmal nämlich sagen, warum gibt es irgendeine Rechtfertigung generell dafür, dass die Bundesregierung in Deutschland überhaupt Gelder zahlt an irgendwelche Journalisten? Die einzig korrekte Zahl, die hier gegeben sein sollte, ist null, ja? Es kann doch nicht sein, dass jemand bezahlt wird von der Bundesregierung und, das ist dann gleich der nächste Skandal, dass diese Zahlung wenigstens noch nicht mal öffentlich gemacht wird. Gerade bei jemand so Bedeutenden, der so einen großen und hohen Einfluss hat, ja. Und ich meine, es ist ja auch gerade das, was auch Claudia Roth aktuell immer stärker und stärker verbreitet und auch unterstützt, dass sie sagt, ja, eine wehrhafte Demokratie braucht gute Strukturen im Journalismus und so weiter. Und deswegen müssen wir das auch fördern und so. Aber wenn wir jetzt hier mal na nachschauen, ne? Journalismus, wie er Claudia Roth gefällt, warum Korrektiv, das Faktenchecker-Portal, ja, und warum das unbedingt jetzt hier in ausgerechnet diesem Fall beim Korrektiv keine journalistischen Inhalte sind, weil ja nämlich Claudia Roth gesagt hat, nicht der Journalismus direkt soll gefördert werden, sondern nur die Strukturen. Ja, hat mir auch noch keiner erklärt. Aber was wir hier lesen, ne? Deutschlands grüne Kulturstaatsministerin verteilt Millionen Euro an Projekte zur strukturellen Stärkung des Journalismus. Von den Auserkorenen ist bisher niemand durch kritische Distanz zu ihrer Partei aufgefallen. Ja, das heißt, jegliche Finanzierung, egal in welche Richtung, ist abzulehnen seitens der Politik an die Medien. Kann ja auch sein, dass nur ich das so sehe, ne? Aber dass man jetzt hier auch noch im Fall von Dunja Hayali dann versucht, das zu verheimlichen, da kommen schon die nächsten Finger hier an der Hand, wenn ich das jetzt versuche, an Skandalen abzuzählen. Denn man muss jetzt Folgendes sagen: Diese AfD-Anfrage, die galt für das Jahr 2013 bis 2017. Jetzt müssen wir uns mal kurz erinnern, weil zwischen dieser Zeit gab es ja die Große Koalition, also SPD und CDU unter Merkel. Die aktuelle Regierung ist aber ja eine ganz andere, nämlich unsere, ja, Fortschrittsampel, ja. Und warum kann jetzt diese Fortschrittsampel nicht mal die Informationen von damals rausrücken? Weil ich meine, liegt es vielleicht daran, dass da eben die SPD damals mit von der Großen Koalition an der Macht war und jetzt Scholz direkt gesagt hat, na ja, lasst uns das Ganze lieber nicht öffentlich machen? Oder warum wird das sozusagen streng geheim unter Verschlusssache im Kanzleramt irgendwo aufbewahrt, damit ja keiner an diese äußerst
wichtigen Daten und so weiter herankommen könnte, ja? Und wenn wir uns jetzt mal hier das Ganze genau anschauen, es ist wirklich zum Totlachen, sage ich euch. Hier haben sie jetzt nämlich tatsächlich herausrücken müssen mit dieser Anfrage, ja? Schönen Dank übrigens, dass es wenigstens eine Oppositionspartei gibt, die sowas eben regelmäßig auch anprangert und anfragt, damit die Bürger eben auch darüber Bescheid wissen, dass es hier Gelder gibt, die zwischen der Regierung und eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fließen. Ja, ist ja schlimm genug, dass es überhaupt der Fall ist. Aber schauen wir mal hier, ne? Da werden nicht alle Daten genau aufgeschlüsselt, denn hier gibt es dann immer nur die Art des Auftrags, ne? Und aus welcher Behörde? Ganz oft immer hier das Bundesministerium der Justiz, ne? Dann immer ZDF und so. Und dann wird aber die Höhe der Zahlung ganz häufig verschwiegen, sowie auch eben der jeweilige Journalist. So, Katie Zerli zum Beispiel, die hatte hier zum Beispiel für die Moderation der Veranstaltung Geschichtskino das Tagebuch der Anne Frank kein Problem, anscheinend hier das öffentlich zu machen. Aber andere, wie Dunja Hayali beispielsweise schon, auch wenn Apollo News diese Verbindung jetzt ziehen konnte, weil sie sich einfach angeschaut haben wahrscheinlich, wer dann eben diese Moderation von Der Staat gegen Fritz Bauer damals durchgeführt hat. Somit kann man ja auch direkt wissen, wer das war. Ja, ist jetzt nicht allzu schwer gewesen. Aber Anlage 3 verbietet das nämlich, denn diese Information ist laut denen eigentlich Verschlusssache, streng vertraulich. Und das ist die dritthöchste Geheimhaltungsstufe, die es sozusagen hier gibt. Man muss sich das mal vorstellen. Da lagern irgendwo wahrscheinlich im Kanzleramt oder keine Ahnung wo irgendwelche streng vertraulichen Informationen aus dem Bundesinnenministerium zu irgendwelchen terroristischen Aktivitäten vom Bundesnachrichtendienst, irgendwelche richtig krassen Sachen. Und da irgendwo zwischendrin sind auf einmal die Zahlungen, ja, die von den Bundesregierungen an die Journalisten gehen. Das ist einfach nicht mehr zu fassen. Und dass eben Dunja Hayali damals diese Regierungskoalition eben nicht unbedingt stark kritisiert hat, das ist eben auch evident. Und nochmal, da erinnere ich auch gerne wieder an mein Zitat von neulich. Du kannst jemandem nicht etwas erklären, wenn sein Gehalt darauf beruht, es nicht zu verstehen. Es ist einfach nicht möglich, zum Beispiel 3.000, 4.000 Euro oder so von jemand zu bekommen und dann gleichzeitig komplett unabhängig irgendwie von dieser Person zu berichten. Weil du wirst natürlich dir immer wieder auch hoffen, dass vielleicht dann auch Folgeaufträge und so weiter dann daraus entstehen. Also warum solltest du jetzt äußerst kritisch darüber berichten? Man kann hier auch annehmen, auch wenn wir das Ganze nochmal an Eckart von Hirschhausen und Harald Lesch und so weiter und Sascha Lobo, die wir ja auch schon alle hier auf dem Kanal gefeatured haben, ne? Dann kann man sich ja auch ausmalen, dass das nicht unbedingt wenig Geld war bei einer Dunja Hayali, weil sie natürlich schon eine sehr einflussreiche und große Journalistin in Deutschland ist, ne? Aber ich habe jetzt auch noch einen anderen Clip entdeckt, und zwar, da hat Dunja Hayali mal einen anderen Journalisten von der LA Times interviewt, und die Antwort von ihm, die gefiel ihr nicht so richtig, als es damals hier um diesen Rollator-Putsch in Deutschland ging. Das will ich euch hier an dieser Stelle nicht vorenthalten. Schaut mal kurz rein. Ist das Taktik dieser Partei oder teilen Sie diese Einschätzung? Ja, ich finde es schön, dass die Deutschen Humor haben ein bisschen. Das ist ein Farce, dass Senioren hier einen Staatsstreich machen wollten. Ist wirklich ein schlechter Film irgendwie. Und dass die Deutschen etwas entspannt in diese Geschichte rangegangen sind. Ich meine, die Demokratie ist wehrhaft und so weiter und so fort. Aber es waren ein paar Dutzend Leute, ein paar Waffen. Natürlich ist es eine gefährliche Situation. Aber ich finde es schön und souverän, dass die Deutschen nicht übertrieben reagiert haben bisher. Ich meine, vor 30, 40 Jahren vielleicht wäre es eine andere Situation. Aber ich finde es positiv und ich finde es auch lustig, was da rauskommt. Ich meine, das sind 70-jährige Senioren, ein Fürst, der 13. Und es ist ein Farce. Aber zum Glück wird das aufgedeckt und der Staat war wehrhaft und die Polizei machte gute Arbeit. Und jetzt passt mal auf Ihre Reaktion auf. Folgen wir weiter, was passiert. Ihre Meinung, Ihre Einschätzung, ich weiß nicht, ob das so lustig ist, wenn wirklich so viele Waffen gefunden worden sind und man eben auch weiß, dass Soldaten und ehemalige Soldaten dabei gewesen sind. Aber gut, ist Ihre Einschätzung. Tagesspiegel. Da muss sie natürlich gleich doppelt darauf hinweisen, dass das nur seine Einschätzung ist, weil wahrscheinlich die Antwort, die er ihr gegeben hat, nicht unbedingt ihr gepasst hat, ja.
Also so viel zu Dunja Hayali. Auf jeden Fall interessant, weiter so. Ne? Ich meine, ich sage ja auch immer wieder, man sollte sich verschiedene Einkommensquellen aufbauen. Wenn man einerseits eben vom Sender bezahlt wird und zusätzlich noch von der Regierung, hat man wenigstens sein Einkommen richtig gut diversifiziert. Insgesamt muss ich aber auch noch mal einen anderen NZZ-Artikel hier empfehlen, den ich auch noch unten drunter verlinke, und zwar der Weg zum Wahrheitsministerium. Ja, ganz gut, dass es auch Schweizer Artikel und aus der Schweiz Presseberichte gibt, die immer wieder auch einen anderen Blickwinkel auch auf deutsche Presse und so weiter und auf die deutsche Medienlandschaft haben. Das ist auch immer wieder gut für jeden Einzelnen, was ich auch deswegen immer wieder sage, ja, lest nicht nur irgendwie die Presse aus Deutschland oder so, sondern bildet euch international. Da werdet ihr häufig auch einen ganz anderen Blickwinkel bekommen auf viele Themen, wo man sich dann immer wieder denkt, okay, interessant, das Ganze mal auch anders einzuordnen, ja.